Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ja, hier geht es um eine funktionale Abhängigkeit, genauer gesagt bei quadratischen Gleichungen. Manchmal kommt eben auch eine lineare Gleichung vor. Man erkennt das ganz gut. Man soll aus diesen zwei Punkten irgendwie feststellen, dass es die Parabel p die Gleichung minus 0,25x² plus bx plus c hat. Also die zwei Punkte gehören zur Parabel, die zwei Punkte gehören zur Gerade. Das müssen wir am Anfang sofort rauslesen, dass man das auch zueinander bringt. So, natürlich hat die Geradengleichung hier mit bx und c zwei Variablen drin, aber wir haben ja zwei Punkte, die quasi auf dieser Parabel liegen sollen. Und Punkte bestehen aus x- und y-Werten und eine Parabelgleichung hat ja genau diese x- und diese y-Werte. Das heißt, ich kann jetzt zum ersten Mal den einen Punkt in die Gleichung einfügen. Also diesen Punkt in die Gleichung rein mit minus 19 fürs y und minus 5 fürs x. Aufpassen, wir müssen natürlich das minus 5 quadrieren, wenn wir es quadrieren, dass wir es in Klammern setzen. Genauso wie hier, dass man die Vorzeichen dann auch richtig beachtet. Dann setzen wir den zweiten Punkt in diese selbe Gleichung ein, denn es muss beides das gleiche ergeben. Und jetzt können wir eine Gleichung nach einer Unbekannten, in dem Fall am besten c, auflösen und dieses c in die andere einsetzen. Also machen wir das. Wir bringen zuerst einmal das Ganze hier rausgeschrieben. Also wenn man das in den Taschenrechner hier eintippt, dann kommt vorne minus 6,25 raus. Oder wir können es natürlich auch im Kopf rechnen, denn hier, das ist 25 und minus 1/4 davon gibt eben minus 6,25. Das ist hier nur umgeschrieben. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen es nach einer Variablen auflösen. Das heißt, wir schicken noch 6,25 und 5b nach drüben. Das machen wir, indem wir Plus machen. Das ist eine normale Äquivalenzumformung. Und jetzt können wir das hier noch zusammenfassen. Oder wir setzen es direkt zusammengefasst hier ein. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich habe im Endeffekt eigentlich bei der Gleichung das Ganze nur abgeschrieben. Das hier habe ich gleich mal ausgerechnet. 7b habe ich zusammengefasst. Und für das c hier hinten habe ich eingesetzt, was hier drüben rauskommt. Minus 19 plus 6,25 ist minus 12,75 plus das 5b. Jetzt habe ich dadurch nur noch Variable b drin, die ich berechnen kann. Das heißt, alles ohne b auf die Seite nach links, alles mit b bleibt rechts. Das heißt, erstmal hier zusammengefasst und dann das 25 nach drüben gebracht, blick 30, durch 12 geteilt, erhalten wir für b gleich 2,5. B haben wir jetzt berechnet, dadurch können wir c ganz leicht berechnen, denn hier haben wir eine Gleichung mit c ist gleich. Wenn wir hier das b jetzt einsetzen, so habe ich das jetzt hier gemacht, erhalte ich für mein c minus 0,25. Das heißt, ich habe jetzt b und c von dem hier oben berechnet und kann jetzt die Parabelgleichung aufstellen. Minus 0,25x² stand schon dran. Für das b setze ich 2,5 ein. X bleibt natürlich, weil ich in der Parabelgleichung x und y beibehalte. Und das c ist minus 0,25. Und schon haben wir quasi von der Aufgabe 1,1 gezeigt, dass man das Ganze, dass die Parabel genau so ausschauen muss. Ist auch im Ergebnis ja schon gegeben. Was wir jetzt machen müssen, ist aus diesen zwei Punkten eine Geradengleichung aufstellen. Und das geht meiner Meinung nach noch einfacher. Wir müssen wissen, wie eine Geradengleichung aufsteht. Das steht in der Formelsammlung Seite 27. Y ist mx plus t. Wir brauchen ein m und wir brauchen ein t. Ein m lässt sich berechnen, steht nämlich auch auf der Formelsammlung Seite 27, mit yb minus ya durch xb minus xa. Und damit können wir die Steigung, so heißt es, berechnen. Minus 2,5 durch 5, wenn wir es richtig einsetzen, ergibt minus 0,5. Jetzt habe ich ein m. X und y und t habe ich noch nicht, aber ich kann ja eins von diesen beiden hier unten einsetzen, denn y und x ist das gleiche wie das y und das x hier zum Beispiel. Ich habe mich jetzt für den Punkt r entschieden. 2,5 ist gleich minus 0,5, also die Steigung, die wir hier berechnet haben, mal den x-Wert, den wir hier stehen haben. Und wenn man das Ganze dann auflöst, steht dran t gleich 2,5. Damit sind wir auch mit der Geradengleichung fertig. Das war die Aufgabe aus der 1,1. Noch nicht ganz fertig. Wir müssen es natürlich noch einzeichnen. Wir gehen mal hier auf die nächste Folie. Es heißt, man soll es im Intervall von minus 1 bis 14 fürs x und minus 7 bis 7 beim y einzeichnen. Das heißt so viel wie, die x-Achse geht von minus 1 bis 14 und die y-Achse von minus 7 bis 7. Das Einzeichnen, ja, schaut so aus. Nur wie komme ich da drauf? Die meisten von euch dürften es natürlich noch wissen. Ich werde es euch nochmal kurz zeigen. Man kann hier im grafikfähigen Taschenrechner beide Gleichungen eingeben. Ja, ich habe es jetzt mal gemacht, einfach nur abgetippt. Und dann könnte man es schon im Moment, jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht, könnte man es schon mit dem, nochmal zurück auf y, könnte man es einfach nur auf Graph klicken und dann zeichnet er einem das bereits ein. Nur abzeichnen bringt hier nichts. Ich habe hier keine x-Werte, wo irgendwas liegt. Deswegen brauche ich hier Table. Table ist nichts anderes als eine Wertemenge. Das heißt, oder eine Wertetabelle.
für welchen x-Wert bekomme ich welchen y-Wert? Also, meine y1 war die quadratische Gleichung. Kann ich für x gleich minus 1 den Punkt minus 3 einsetzen? Ja? Und so weiter. Für, das sieht man hier unten, für minus 1 ist es minus 3. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Für 0 ist es minus 0,25, sehe ich auch. 0 minus 2,5, passt. Ich kann quasi die Punkte jetzt, die ersten für die Parabel einzeichnen. Und die zweite Kombination, x und y2, ist meine Geradengleichung. Da reicht mir aber theoretisch, reichen mir zwei Punkte, denn wir wissen ja auch noch, dass eine Gerade allein durch zwei Punkte gezeichnet werden kann. Also durch diese Wertetabelle komme ich auf die Zeichnung meiner meiner Funktionen. Bei der Aufgabe 1,2, da soll man jetzt die funktionale Abhängigkeit anwenden. Und das ist etwas schwieriger. Was ich rauslesen kann, sind einfach schon mal die zwei Punkte, die abhängig sein sollen. Es ist zwar die Rede von A, N, B, N, C, N, D, N, aber nur die beiden sind tatsächlich abhängig. Die BN und die CN, die sind von diesen Punkten abhängig, davon haben wir aber keine Koordinaten, nur von den beiden. So, und jetzt müssen wir das irgendwie zeichnen. Wir gehen mal in die Formelsammlung auf Seite 52, da ist nämlich das Trapez drin. Wir wissen, dass die x-Werte direkt gleich sind. Das heißt, sie haben dieselbe x-Abszisse, steht hier. Heißt so viel wie, wenn ich für x2 einsetze, dann gilt es für d1 auch, indem es direkt drüber ist. Das heißt, ich weiß, für x gleich 2 muss ich es zeichnen. Könnte ich jetzt entweder das genau berechnen, was da hinten rauskommt, oder ich gehe einfach bei 2 hoch und mache ein Kreuzle dahin, und dahin. Das gleiche mache ich bei x gleich 9, das ist ja der zweite Wert, für den wir es zeichnen sollen. Und schon habe ich a2, d2. Jetzt, wie komme ich weiter? Es steht eine weitere Information drin. B, A, D, dieser Winkel, der soll 90 Grad sein. Also muss mein Punkt B irgendwo hier liegen. Ich zeichne mal diesen 90 Grad Winkel ein, das müsst ihr nicht machen, aber nur hier jetzt für die Aufgabe, dass man sich's vorstellen kann. Und dann brauche ich eine weitere Information. Ich weiß, dass A, B 4 Längeneinheiten ist. Also kann ich jetzt, weil ich weiß, dass es auf dieser Halbgeraden liegen muss, nach 4 Längeneinheiten einfach einen Strich machen oder ein Kreuzchen und habe meinen Punkt B2. Jetzt geht es noch um den Punkt C2. Der soll 2 Längeneinheiten entfernt sein und man weiß, dass diese Strecke AB und DC parallel sein soll. Das heißt, ich muss hier einfach nur parallel rübergehen, 2 Zentimeter oder 2 Längeneinheiten, in dem Fall ist es das gleiche, abtragen und schon bin ich fertig. Schon habe ich meine beiden Vierecke gezeichnet. Die Aufgabe ist sehr, sehr komplex. Man muss hier einfach nur schauen, dass man nach und nach guckt, was kann ich denn einfach von der Überlegung her reinbringen. Gefahr ist zum Beispiel auch, dass man das B hier rüber zeichnet. Ja? Aber dann wird der Drehsinn doch nicht passen. Und es steht auch in der Aufgabe drin, dass der x-Wert von A kleiner sein soll als der x-Wert von B. Das heißt, der B-Wert muss hier liegen. Ganz einfach hätte man das auch rausfinden können, dass die Zeichnung von minus 1 losgeht. Und der Punkt B, wenn hier drüben liegt, würde bei minus 2 liegen, der ist gar nicht in der Zeichnung drin. Macht also in dem Fall keinen Sinn. So, zeichnet haben wir es jetzt. Jetzt müssen wir durch Rechnung den Flächeninhalt hinkriegen. Flächeninhalt von einem Trapez finden wir in der Formelsammlung. Der schaut so aus. Normalerweise ist bei der funktionalen Abhängigkeit immer zuerst zu prüfen, der Flächeninhalt, ob er vielleicht durch diese Größen, durch das normale Trapez berechnet werden kann. Wenn das nicht geht, zerteilen wir das Ganze in Dreiecke und machen es dann eben über Vektoren. Diese Formel kennt ihr ja bestimmt auch noch. In dem Fall kann ich jetzt meine Seiten hier, die ich in der Formel habe, verwenden. A und C sind immer die beiden Seiten, die parallel sind. Ja? Die ist 4 Längeneinheiten und zwar immer, gilt für alle Vierecke. Und diese Seite ist 2 Längeneinheiten, gilt auch immer. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Höhe H. Also A und C haben wir gegeben, aber H können wir berechnen. Und warum? Weil quasi diese Punkte übereinander liegen, also parallel zur Y-Achse. Und wenn das gilt, können wir den Y-Wert von hier oben minus den Y-Wert von hier unten rechnen. Dann haben wir genau diese Strecke, haben wir auch schon ein paar Mal gelernt. Hier ist es jetzt wichtig, dass man Klammern setzt. Also den Y-Wert von D, den hier, minus den Y-Wert von A, den hier. Und damit eben das mit den Minuszeichen alles richtig läuft, muss ich Klammern setzen und die dann erstmal auflösen. Also hier vorne ist klar, da bleibt die Klammer, da können wir sie auch weglassen, weil da ein Plus davor steht. Aber hier muss ich umdrehen. Plus 0,5x minus 2,5 wird dann draus, wenn wir die Klammer auflösen. Also plus 0,5x ergibt dann 3x und minus 0,25 minus 2,5 gibt minus 2,75. Und das Ganze sind Längeneinheiten und das kann ich jetzt mit den beiden in die Formel reinpacken. 4 Längeneinheiten plus 2 Längeneinheiten durch 2 mal eben die berechnete Höhe. Hier vorne ergibt es 3. Das heißt, ich muss alles, was da drin ist, noch mit 3 multiplizieren und ich habe genau
den Flächeninhalt, den ich hier braucht habe. Was heißt jetzt funktional abhängiger Flächeninhalt? Das will ich euch nochmal kurz zeigen. Also die zwei Seiten hier sind gleich, immer zwei Längeneinheiten und hier vier Längeneinheiten. Und je nachdem, wie ich meinen Punkt A bewege, wandert alles andere mit. Ihr seht, B und C liegen nirgendwo. Die sind abhängig von einfach von den Punkten A und D. Aber der Flächeninhalt, der verändert sich. Er wird hier relativ groß. Schauen wir mal, wie weit er geht. 18, wird immer größer. Ah, da war irgendwo ein Punkt. Hier. Ungefähr bei 18,7, genau kann man das jetzt, 74, bei 75 geht es wieder rückwärts. Das könnte quasi der maximale Flächeninhalt sein, das müssen wir aber nachher dann erst noch zeigen. Also wir haben hier quasi eine quadratische Funktion vom Flächeninhalt, der erst kleiner wird und dann größer wird, aber sich eben abhängig vom x immer wieder neu ausrichtet. Bei der 1.4, da geht es jetzt darum, wann gibt es jetzt genau diese Trapeze? Ich meine, es ist völlig klar, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich mache es euch zwar hier mit dem Computer vor, aber das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn ich hier meine Punkte A verschiebe, D bleibt parallel oben, die anderen bleiben immer 4 bzw. 2 Längeneinheiten daneben. Das ist die Frage, wann gibt es so eine Trapeze? Oder die bessere Frage ist hier, wann gibt es nicht? Also das ist ganz einfach eigentlich, wenn ich mich in die Richtung bewege, immer da, wo Schnittpunkte sind, da muss man überprüfen, ob irgendwas geht oder nicht geht. Und hier sehen wir, geht nicht mehr, denn ab diesem Punkt ist es quasi eine Strecke, die landen aufeinander, die beiden Punkte, und damit haben wir überhaupt kein Viereck mehr. Nach unten, wenn wir gehen, entsteht zwar wieder ein Viereck, aber das heißt dann A, D, C, B. Also das heißt, ab diesem Schnittpunkt hier von den beiden Parabel und Gerade gibt es keins mehr. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach unten gucken, das gleiche ist natürlich auch beim zweiten Schnittpunkt. Hier an der Stelle, wenn Punkt A und D wieder übereinander liegen, dann funktioniert nichts mehr. So, jetzt habe ich es natürlich geschafft, dass ich hier nicht mehr weiterkomme, aber ich hoffe, man kann sich's vorstellen. Der Drehsinn ändert sich drunter und am Punkt selber passiert nichts. Das heißt, wir müssen quasi rausfinden, wie die Schnittpunkte heißen oder für welchen x-Wert sie sich hier schneiden und für welchen x-Wert sie sich hier schneiden. Mathematisch gesehen ist das ja quasi Parabel mit Gerade schneiden. Das heißt, schneiden ist gleichsetzen. Wir nehmen hier die Gleichung und die Gleichung. Das sind die beiden Parabelgleichungen, das sehen wir noch hier oben. Und um eine quadratische Gleichung zu lösen, muss ich es nach 0 auflösen und in die Lösungsformel einfügen. Das heißt, ich bringe quasi alles auf die linke Seite. Hätte jetzt hier natürlich auch alles auf die rechte Seite bringen können, ändert am Ergebnis nichts. Hier wird aus minus 0,25x² plus 0,25x² minus 2,5x kommt dazu, minus 3x plus 0,25 kommt dazu, plus 2,75. Dann könnte ich das Ganze in die x1,2-Formel einpacken. Oh, hier habe ich vergessen, 2 mal 0,25 hinzuschreiben, ist aber so gedacht. Dann erhalte ich für x1 gleich 1 und für x2 gleich 11. Das habe ich jetzt etwas beschleunigt, damit ich euch noch eine Alternative zeigen kann. Ich zeige euch nochmal den Taschenrechner. Also, wenn ich jetzt hier meine zwei Graphen habe, kann ich am Taschenrechner auch Schnittpunkte bestimmen. Und zwar mit SecondF Calc Intercept. Es ist leider ein englisches Wort, aber das steht für Schnittpunkt. Und der findet jetzt eben den Schnittpunkt 1, 2. Woran das liegt? Man hat hier den Schnittpunkt nicht mehr auf dem Radar. Ich könnte jetzt auf einen Auto-Zoom gehen, sodass quasi das möglichst drin liegt. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ne, klappt nicht. Also den ersten Schnittpunkt kriege ich quasi nur, wenn ich hier auf Intercept gehe. Deswegen bitte auch nicht darauf verlassen, was der Taschenrechner ausspuckt. Der hat eben hier die beiden Geraden oder die Gerade und die Parabel als Schnittpunkt nicht mehr auf dem Bild und deswegen ergibt es im Bild nur einen Schnittpunkt. Wie ich es natürlich auch anders lösen kann, diese quadratische Gleichung, die wir hier haben, geht mit SecondF Math. Denn das Ganze ist ein Polynom. Und zwar zweiten Grades, ich hoffe, man sieht es hier noch, SecondF Math, Polynom zweiten Grades. Hier muss ich quasi nur die A und die B und die C eintippen. 0,25 ist das A, das B ist minus 3 und das C ist 2,75. Und wenn ich dann auf Second Function für Excel gehe, erhalte ich meine beiden Schnittpunkte. X1 ist 11, X2 ist 1. Gefragt war hier natürlich nicht nach den Schnittpunkten, also ich brauche jetzt keine y-Werte bestimmen. Das wäre jetzt gegangen, indem ich quasi D1 in die Gleichung oder in die Gleichung und so weiter eingefügt habe. Nein, die Frage war, für welche x-Werte gibt es Trapeze? Und jetzt müssen wir uns das nochmal anschauen. Hier ist der x-Wert 1, hier ist er 11. Und wir haben gesagt, alles dazwischen, das sind Trapeze. Alles links und rechts davon sind keine. Und die Punkte selber, die sind auch keine. Das heißt, mein x muss hier aus dem Element zwischen
aus dem Intervall von 1 bis 11 liegen. Das kennzeichnet man so, heißt nichts anders. Die 1 gehört nicht dazu, aber danach geht's los bis zur 11, aber die 11 gehört selber nicht mehr zu. Das Intervall schreibweise haben wir in der 6. Klasse gelernt. Also wäre die Aufgabe eigentlich relativ einfach zu lösen. Bei der 1,5, ja, da geht es jetzt hier, man soll den maximalen Flächeninhalt des Trapezes bestimmen. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen gesehen gehabt, aber um einen maximalen Flächeninhalt zu bestimmen, müssen wir eigentlich nur von dieser daraus entstandenen quadratischen Gleichung den Scheitelpunkt bestimmen. Denn das ist nichts anderes als eine Parabel und dort, wo die Parabel quasi am höchsten ist, dadurch, dass sie nach unten geöffnet ist, hat sie einen höchsten Punkt, müssen wir quasi nur diesen Scheitelpunkt berechnen. Und der steht auf Formelsammlung Seite 30. Und aus diesen beiden Sachen kann ich dann Vmax rauslesen. Hier steht Vmax, also hinten steht Vmax, dieser y-Wert, und vorne steht für welches x. Aufpassen, der Antwortsatz geht hier darum, was für einen maximalen Flächeninhalt hat es. Also muss ich auch den Antwortsatz jeweils mit fe versehen. Da kommt das x her. Und da kommt das Vmax her. Das kann ich theoretisch auch wieder mit dem Taschenrechner lösen. Und zwar, wenn ich jetzt hier ich nehme mal die zweite Zeile raus. Oder, Moment, jetzt muss ich schauen, wie ich es hinkriege. Ich nehme beide Seiten raus und gebe jetzt den Flächeninhalt ein. Also ich versuche quasi zuerst mal diesen Graphen zu zeichnen, der entsteht, wenn ich den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x berechne. Also, bin gleich fertig, jetzt zieht sich es ein bisschen, 8,25. Und wenn ich davon den Graph zeichne, sehe ich, oh, der landet hier gar nicht drin. Also mache ich wieder meinen Auto-Zoom, schauen wir mal, wie das funktioniert oder was passiert. Jetzt landet mein Maximum quasi drin. Jetzt kann ich Second Function auf Calc, auf Maximum, das ist übrigens das gleiche, wo auch das Minimum steht und der Interception, also der Schnittpunkt. Und wenn ich dann auf Enter gehe, kalkuliert er mir quasi den x-Wert und den y-Wert. Das ist immer noch zur Überprüfung ganz gut, wenn ich am Schluss rausfinden will, ob das Ganze, was ich hier gerechnet habe, richtig ist. Der hat jetzt hier nur teilweise gerundete Werte, das liegt am Taschenrechner, der kann eben manche Sachen nicht ganz so genau berechnen wie wir. So, wäre eine leichte Aufgabe gewesen. Bei der Aufgabe 1.6 wird es jetzt deutlich schwieriger. Hier geht es wieder um das Trapez A2, B2, C2, D2. Das heißt, wir haben hier nicht mehr ein allgemeines Viereck, sondern wir haben ein ganz spezielles, nämlich genau das hier. Und was hier natürlich gilt, ist weiterhin, dass hier oben zwei Längeneinheiten sind und hier unten vier Längeneinheiten. Und wir müssen jetzt damit irgendwie auf diesen Winkel CBA kommen, also C2, B2, A2. Am geschicktesten ist es natürlich immer, einen rechten Winkel zu finden. Ich habe das jetzt hier mal einzeichnet. Dadurch entsteht hier ein rechter Winkel. Und wir brauchen jetzt irgendwas von diesen Größen hier. Die Hypotenuse ist natürlich gleich raus, da kommen wir nicht hin. Wir müssen irgendwie anhand von diesen Strecken draufkommen. Und zwar auf diese Strecke kommen wir, indem wir 4 minus 2 rechnen. Denn das ist ja dann quasi der Rest. Und das hier ist nichts anderes als die Höhe, also die Strecke D2, A2. Und wenn wir das alles haben, können wir den Tangens berechnen, nämlich Gegenkathete von dem durch Ankathete 4 minus 2. A2, D2, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu bestimmen. Entweder nehme ich einfach den y-Wert von D2, berechne den, also das heißt, ich setze quasi den x-Wert 9, den wir ja an der Stelle gehabt haben, in die Gleichung ein, um den Punkt oder den y-Wert von D2 zu berechnen. Gezeichnet haben wir ihn ja schon. Und ich kann auch ya2 berechnen, weil ich das Gleiche dann nur in die Geradengleichung mache. Und dann weiß ich, dass die Streckenlänge 4 cm oder 4 Längeneinheiten sein muss. Was ich auch hätte machen können, ich habe doch vorhin diese Höhe in Abhängigkeit von x gehabt. Und wenn ich da jetzt quasi x gleich 9 eingesetzt hätte, dann hätte ich diese Höhe an der Stelle x gleich 9 auch berechnen können. Zwei Möglichkeiten. Gut, wenn ich jetzt das quasi einsetze, 4 Längeneinheiten für yd2 minus ya2, also das obere y-Wert minus der untere y-Wert, durch 2, nämlich 4 durch minus 2 Längeneinheiten, dann kann ich das auflösen und erhalte für diesen speziellen Winkel 63,43 Grad. Jetzt heißt, begründen Sie, dass es kein Trapez gibt, da wo genau dieser Winkel 75 Grad hat. Da müssen wir ein bisschen weitergehen. Also, und zwar geht es meistens über das Maximum. Das Maximum von unserem Flächeninhalt liegt ja hier, bei x gleich 6. Also an der Stelle, ich kann das nochmal zeigen. Hier an der Stelle 6, gehen wir noch ein bisschen rüber, das bleibt dabei, ich bin jetzt fast bei 6. Genau, hier ist quasi der Flächeninhalt am größten. Damit ist doch aber auch die Höhe hier am größten. Und die Höhe, wenn am größten ist, dann muss auch dieser Winkel am größten sein, Gegenkathete durch Ankathete. Das heißt, wenn ich jetzt diese Höhe an der Stelle x gleich 6 berechnen würde, dann hätte ich quasi die höchste Höhe und könnte das wiederum in den Tangens hier oben einsetzen.
Also die Höhe war in Abhängigkeit von x, hat so gelautet. Da setze ich jetzt 6 ein und es kommt 6,25 rein. Also setze ich hier an diese Stelle für dieses 4 Längeneinheiten eben 6,25 Längeneinheiten, den höchstmögliche Höhe und löst dann nach dem Winkel auf. Das ist der Winkel oder der größte Winkel, der es sein kann und der ist 72,26 Grad. Und der ist kleiner als 75 Grad. Und damit kann man sagen, der größte Winkel ist 72,26 Grad, also gibt es kein Trapez für 75 Grad. Man kommt da drauf, indem man eben erkennt, dass natürlich der Winkel immer größer wird, je höher man an das Maximum rankommt. Aber der letzte Punkt, also für ab hier quasi, der ist wirklich richtig schwer. Wer jetzt daran verzweifelt, mein Gott, 2 Punkte in der Abschlussprüfung ist nicht so schlimm, wenn man sie mal nicht hat. Bis hierhin ist es eine Standardaufgabe, diese Abschlussprüfung, und bis hierhin sollte man das wirklich alles lösen können. Wer es bisher noch nicht kann, soll sich die einzelnen Rechenschritte einfach nochmal anschauen, das haben wir oft genug im Voraus geübt.